Gelpinsel, unser wichtigstes, ja mit wichtigstes Handwerkszeug für ja, Nailstylisten oder Nageldesigner oder Nagelmodellisten und Modellistinnen. Ja, ohne unsere Gelpinsel könnten wir eigentlich so am Nageltisch gar nicht arbeiten. Aber wie bereitet man Gelpinsel richtig vor? Was muss man beachten? Wie pflegt man einen Gelpinsel? Was kann man tun, wenn doch mal was ja, in die Hosen gegangen ist? Das verrate ich euch heute beim großen Einmaleins der Gelpinselpflege. Viel Spaß dabei! So wie der Malerpinsel für den Künstler, so ist der Gelpinsel für uns als Nail Designer ja unser Handwerkszeug und gehört zu uns wie die Nacht zum Tag, so will ich es mal sagen. Und ich sehe leider immer mal wieder, was heißt immer mal wieder? Ich sehe leider ganz, ganz häufig, dass Nageldesignerinnen und Nageldesigner mit ihren Pinseln umgehen, als wären es Toilettenbürsten. Ja, und so sehen leider Gottes die meisten Pinsel am Nageltisch auch aus. Also wenn ihr denkt, es ist richtig, dass man sich alle 14 Tage einen neuen Gelpinsel kaufen muss oder es ist richtig, dass der Gelpinsel aussieht wie so ein struppeliges Etwas, dann solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben und dann solltet ihr das Video auf jeden Fall ansehen, denn ich bin immer wieder schockiert, ja, wie wenig da auch in Basisschulungen zum Beispiel über die Pinselpflege gesagt wird. Und ja, ich kann euch nur aus eigenem Interesse sagen, zumal ich freue mich, wenn unsere Gelpinsel immer wahnsinnig toll gekauft werden, aber ich freue mich noch mehr, wenn Nageldesigner mit ihren Gelpinseln kostbar umgehen oder so umgehen, dass die wirklich viele, ja, nicht nur Tage und Wochen, sondern Monate und Jahre halten. Denn das sollte ja eigentlich bei einem Gelpinsel das Absolute sein, dass der über viele, viele Jahre an eurer Seite ist. Beginnen wir erstmal mit neuen Gelpinseln, quasi mit jungfräulichen Pinseln, die zu euch kommen. Die haben meistens eine Schutzhülle. Das ist einfach so, dass die Pinselhaare während ja, dem Versand bzw. während dem Transport nicht kaputt gehen. Die zieht ihr ab und dann sind die Pinselhaare ganz fest. Manchmal ein bisschen fester, manchmal ein bisschen weniger fest. Es kommt immer darauf an, wie viel Gummi-Arabicum in dem Pinsel drin ist. Und Gummi-Arabicum ist ja ein Pflegemittel, so will ich es jetzt mal sagen. Das wird in der Pinselindustrie eingesetzt. Nachdem die Pinsel dann fertig gesetzt wurden, werden die in Gummi-Arabicum getaucht, um ja die Pinselhaare zu schützen. Und dieses Gummi-Arabicum ist ein Transportschutz, der aber beim ersten Mal aus den Pinseln heraus entfernt werden muss. Es gibt schlampige Nageldesigner, die knicken das manchmal nur und dann fangen sie an zu modellieren. Und dann wundern sie sich, dass der Gelpinsel eigentlich nach ein paar Tagen schon wieder Schrott ist. Denn das Wichtigste ist, den Gelpinsel richtig und perfekt vorzubereiten und dieses Gummi-Arabicum ja ganz gründlich aus dem Pinsel herauszuwaschen. Wie machen wir das? Natürlich nicht mit Wasser, sondern wir knicken den Pinsel ganz, ganz leicht mit unseren Fingern zwischen Daumen und Zeigefinger in die Richtung, wie der Pinsel ja, oder das Pinselhaar gelegt ist. Wir haben ja immer eine breite Seite vom Pinsel und wir haben eine schmale Seite vom Pinsel. Und je nachdem, in welche Seite der Pinsel ja, gedrückt ist, in die Seite drückt ihr dann das Pinselhaar auch auf. Also ganz, ganz leicht, ganz, ganz vorsichtig und vor allen Dingen ganz behutsam. Nicht gewalttätig den Pinsel irgendwie auf einer Zellette so abschrubbeln oder so, sondern ganz vorsichtig aufknicken. So, dann haltet ihr den Pinsel mal gegens Licht und zippt so mit eurem Pinsel, mit eurem Finger dagegen und dann werdet ihr merken, da geht ganz, ganz viel Staub aus dem Pinsel heraus. Das ist dieses Gummi-Arabicum. Und dieses Gummi-Arabicum muss aus dem Pinsel komplett entfernt werden, bevor ihr das erste Mal damit arbeitet. Macht es ruhig ein paar Minuten, bis ihr merkt, da kommt kein Staub mehr aus dem Pinsel heraus. Aber auch hier bitte ganz behutsam und ganz vorsichtig sein. So. Dann nehmt ihr eine cleaner getränkte Zellette und damit reibt ihr den Pinsel einmal ganz vorsichtig ab. Ganz, ganz vorsichtig. Ihr könntet zum Beispiel auch alternativ so ein Feuchttuch aus dem Drogeriemarkt nehmen, aber bitte eins ohne Öl, sondern wirklich nur ein klassisches Feuchttuch zum Reinigen von Oberflächen. Die eignen sich am besten. Und dann reibt ihr einfach mal ganz, ganz vorsichtig über den Pinsel bzw. reibt den Pinsel zwischen Zeigefinger und Daumen aus. Danach
werdet ihr ja quasi den Pinsel oder solltet ihr den Pinsel einmal das erste Mal in Gel tauchen. Ihr könnt jetzt da jedes Gel nehmen, aber je dünnflüssiger das Gel, umso besser ist es. Ich verwende jetzt hier im Video unseren Sculpting Booster und der Sculpting Booster ist wirklich dafür ein perfektes Produkt. Ich kann euch auch sagen, warum. Weil der Sculpting Booster ist ja eine Modellierflüssigkeit für unser, oder eine lichthärtende Modellierflüssigkeit für unser Acrylsystem. Polyacrylgel von Vetonails, also unser Acrylgel, und eignet sich aber auch perfekt zur Pinselpflege. Es ist wirklich ein Produkt, und das haben wir erst nach der Entwicklung festgestellt, das ist perfekt zur Pinselpflege. So, also, der Pinsel ist vorbereitet, das Gummi Arabicum ist raus, ihr taucht den Pinsel in unseren Sculpting Booster ein und arbeitet den Sculpting Booster wirklich schön in den Pinsel ein. Und reibt den dann zwischendurch immer wieder mit einer trockenen Zellette ab, dass der schön in Form ist. So, und das ist quasi der erste wichtige Schritt, bei dem ihr euch auch viel Zeit lassen solltet, um den Pinsel vorzubereiten. Wichtig ist dann, wenn der Pinsel vorbereitet ist, natürlich wenn ihr so einen praktischen Pinsel habt wie von Veto, immer die Umsteckgarnitur zu nutzen und den Pinsel dann schön in die Hülle wieder reinstecken, so ist er dann wirklich aufgehoben, das kann nichts passieren, es kann kein Staub hinkommen und vor allen Dingen auch kein schädliches Licht, was die Pinselhaare in irgendeiner Art und Weise angreifen würde. So, wenn ihr mit dem Pinsel gearbeitet habt, viele denken ja immer, sie müssen den Pinsel auswaschen wie Make-up oder Kosmetikpinsel, das müsst ihr nicht, aber es ist natürlich oftmals so, dass viele Nageldesignerinnen oder Nageldesigner einen Pinsel für alles nehmen. Das würde ich persönlich nicht empfehlen. Ich habe immer für jeden Arbeitsschritt einen Pinsel. Zum Beispiel, ich habe einen Pinsel, den ich für Haftvermittler nehme. Ich habe einen Pinsel, den ich für Modellagegele nehme. Ich habe einen Pinsel, den ich für weiße Frenchgele nehme. Ich habe einen Pinsel, den ich für Glittergele nehme. Und ich habe zwei Farbgelpinsel sogar, nämlich einen für helle Farben und einen Pinsel für dunkle Farben. Warum? Ja. Dann muss ich nämlich die Pinsel gar nicht so gründlich sauber machen immer. Ich habe zwar dann 5, 6 verschiedene Pinsel, aber im Ganzen halten meine Pinsel länger als jemand, der nur einen Pinsel für alles hat und den jedes Mal nach jeder einzelnen Arbeitstechnik wieder säubern muss. Denn dieses Säubern, oftmals wird das ja mit Cleaner gemacht, mit Alkohol. Ja, das greift die Pinselhaare doch schon ziemlich an. Und die Pinselhaare werden dadurch spröde, ja, und brüchig. Ja, und der Pinsel sieht am Ende des Tages auch wieder irgendwann aus, durch dieses Austrocknen, durch den Cleaner, wie eine Toilettenbürste. Deswegen empfehle ich immer, ja, für jeden einzelnen Step einen Pinsel. Und wenn ihr den Pinsel doch mal reinigen möchtet, beziehungsweise andersrum, fangen wir erstmal mit der Grundreinigung an. Nach dem Arbeiten nehmt ihr eine trockene Zellette, wischt den Pinsel wieder ab. Das reicht. Ihr müsst den nicht mit Cleaner sauber machen. Das ist ganz wichtig, weil viele denken immer, sie müssen da Cleaner hinmachen. Nee, müsst ihr nicht. Ihr müsst nur, wenn ihr den Pinsel auf diese Art und Weise reinigt, den Pinsel dann an einem lichtgeschützten Ort aufbewahren. Oder in unserem Fall eben bei Veto einfach die Pinselkappe drüber, dann passiert da auch nichts. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe einen Pinsel für alles und ich muss zwischendurch mal das Farbgel oder sowas aus dem Pinsel herausnehmen, dann empfehle ich euch da auch wieder den Sculpting Booster. Tragt den auf eine Zellette auf, drückt das Pinselhaar in die Zellette ein, ja, so dass ihr wirklich ganz vorsichtig mit Bewegungen ja, das alte Farbgel aus dem Pinsel herausspült. Das funktioniert unter anderem auch sehr, sehr gut mit diesen ja, feuchten Wischtüchern aus dem Drogeriemarkt, die so einen ganz leichten Alkoholanteil haben, die für Oberflächen und Flächen geeignet sind. Die nehme ich seit vielen Jahren immer schon, um meine Pinsel zwischendurch mal sauber zu machen. Gerade wenn ich mal jetzt keinen Cleaner nehmen will, den ich eigentlich für meine Pinsel ganz, ganz selten nehme. Eigentlich so gut wie nie, weil Cleaner die Pinsel immer schädigt und immer kaputt macht durch den extrem hohen Alkoholanteil. Bitte auch keine Pinselreiniger nehmen, weil Pinselreiniger sind oftmals nichts anderes wie Cleaner und Alkohol oder eben noch Aceton beigefügt. Und die ja, machen die Pinsel zwar sauber, aber sie machen die Pinsel auch kaputt. Deswegen nutzt die Möglichkeit, mit zum Beispiel so Feuchttüchern zu arbeiten oder eben mit einem dünnflüssigen Gel wie unserem Sculpting Booster den Pinsel auszuwaschen. Oder eben mein Tipp, für jeden einzelnen Step immer einen Pinsel, dann müsst ihr die zwischendurch gar nicht so häufig sauber machen und dann halten die euch echt extrem lange.
Wenn ihr dann doch mal einen Pinsel habt, der extrem verschmutzt ist, vielleicht habt ihr mit Glitzergel gearbeitet und da sind die Glitzerpartikel noch im Pinsel drin und ihr bekommt die nicht raus, dann gibt es einen Trick, ja, um den Gelpinsel sehr, sehr schnell, sehr sauber zu bekommen, ohne dass er darunter leidet. Und das ist Acrylliquid. Auch die Mädels, die jetzt vielleicht nicht mit dem Pulverflüssigkeitssystem arbeiten, sollten so eine ganz kleine Flasche Acrylliquid vielleicht immer im Studio haben, um darin den Pinsel auszuwaschen. Füllt das Acrylliquid ja in ein Dappentischglas oder in eine kleine Porzellanschale. Das muss nicht viel sein, sondern nur so viel, dass ihr den Pinsel eintunken könnt. So, und dann drückt ihr den Pinsel ganz vorsichtig und sanft in das Acrylliquid und fächert dann so ein bisschen auf und werdet dann relativ schnell merken, dass innerhalb von Millisekunden der ganze Schmutz aus dem Gelpinsel herausgespült ist. Ja, es ist eine leichte Geruchsbelästigung durch das Acrylliquid, wo viele immer ja so ein bisschen die Nase rümpfen, aber das sind ja oftmals nur ein paar Sekunden. Dann nehmt ihr auch hier wieder eine Zellette oder ein Feuchttuch, spült oder wischt den Pinsel einfach einmal ab. Und dann ist er wieder wie neu. Und das Acrylliquid, am besten bewahrt ihr das in einem Behälter auf, wo ihr einen Deckel drauf machen könnt. Dann könnt ihr da nämlich immer wieder den Pinsel drin sauber machen. Das muss man nämlich nach einmal nicht unbedingt wegkippen, wenn ihr es zur Pinselpflege nehmt, sondern kann das immer wieder hernehmen. Wichtig ist, dass ihr das Acrylliquid nicht in irgendwelchen Kunststoffbehältnissen aufbewahrt, die nicht lösungsmittelbeständig sind, weil da könnte das Liquid quasi ja, sich durcharbeiten, was natürlich nicht so praktisch wäre. So, wenn euer Pinsel vielleicht mal sehr, sehr trocken ist oder wenn ihr spürt, dass die Pinselhaare sehr, sehr borstig sind, dann ist es an der Zeit, dem Pinsel mal eine extra Portion Pflege zu geben. Und das ruhig mal für ein paar Tage, um das Pinselhaar wieder geschmeidig zu bekommen. Das Pinselhaar, auch wenn häufig mit Kunsthaaren gearbeitet wird, ist natürlich auch eine Haarqualität, die brüchig und spröde werden kann. Und gerade wenn ihr viel mit Cleaner arbeitet, gerade wenn ihr den Pinsel sehr, sehr häufig reinigt, was ich nicht empfehle, aber viele tun es, ja, dann sehen die Pinselhaare irgendwann ganz trocken und borstig aus. Nehmt in diesem Fall einfach mal den Pinsel, nehmt ein bisschen von unserem Hand- und Nail-Serum von Veto Nails, ja, und dippt den Pinsel in dieses Serum rein und formt den dann wieder schön mit dem Pinsel oder mit den Fingerspitzen zu einer schönen Pinselspitze. Lasst dann diesen Pinsel mit dem Serum drin, mit dem Hand- und Nagelserum, was sehr, sehr feuchtigkeitsspendend ist, auch für die Pinselhaare, ruhig mal für 3-4 Tage liegen. Vielleicht auch ruhig mal für eine Woche, ja, dass die Pinselhaare richtig schön davon zehren können. Funktioniert auch bei den künstlichen Haaren, also nicht nur bei Naturhaarpinseln. Aber bei Naturhaarpinseln müsstet ihr es wahrscheinlich ja nicht regelmäßiger machen, aber etwas häufiger als bei Kunsthaarpinseln. So, und wenn der Pinsel dann mal wirklich ein paar Tage geruht hat, nehmt ihr euch eine Zellette mit ein bisschen Cleaner und reibt den Pinsel einfach nochmal ab. Macht den auch wieder sauber, sodass die restlichen Ölrückstände, die vielleicht noch in den Pinselhaaren sind, herausgenommen werden. Ihr könnt dann auch nochmal so ein alkoholhaltiges Feuchttuch nehmen und die Pinselhaare dann idealerweise auch nochmal mit dem Sculpting Booster so ein bisschen reinigen, dass die restlichen Ölrückstände aus dem Pinsel heraus sind. Dann werdet ihr merken, das Pinselhaar ist so gut wie neu und fühlt sich wieder butterweich und geschmeidig an. Wichtig ist natürlich, dass ihr euren Pinsel immer fachgerecht aufbewahrt. Also den Pinsel niemals ins Licht stellen, niemals ans Fenster stellen, niemals auf dem Nageltisch stehen lassen, wenn da irgendwelche Fenster sind oder Tageslicht oder starke LED-Beleuchtung an der Decke, die dazu führen kann, dass die Pinselhaare dann aushärten. Wir haben bei Veto Nails immer diese Umsteckgarnitur, finde ich ganz praktisch, weil dann die Pinsel wirklich hundertprozentig geschützt sind und nichts passieren kann. Wir werden aber, ich kann schon mal ein bisschen was verraten, 2022 auch nochmal eine tolle Aufbewahrungsmöglichkeit für Pinsel ja, in unser Sortiment mit aufnehmen. Also bleibt da mal am Ball, mehr verrate ich jetzt nicht. So, aber das alles ist natürlich hier ganz, ganz wichtig, damit die Pinsel lange gepflegt und perfekt bleiben. Idealerweise macht das so wie ich. Ich bewahre meine Pinsel immer in der Schublade auf, so kommt gar kein Licht hin und die Pinsel bleiben lange wie neu.
Wichtig ist natürlich auch für die Mädels, die sich die Nägel zum Beispiel alleine zu Hause machen, ja, oder für die Nageldesigner, die sich zwischendurch die Nägel immer selber machen, wenn sie mal keinen Kundentermin haben. Da wird oftmals die Lampe auf dem Nageltisch umgedreht und dann ist der ganze Lichtkegel von der Lampe über den Tisch verteilt. Wenn ihr dann natürlich eure offene Geldose liegen habt, euren Pinsel, dann härtet der natürlich auch mit aus und das wäre dann sehr, sehr schade, weil dann der Pinsel meistens komplett kaputt ist. Wenn doch mal ein bisschen was im Pinsel ausgehärtet ist und wenn doch mal ja, der Pinsel nicht ganz so schön wieder in die Form kommt, weil ihr zu viel Cleaner genommen habt, weil ihr vielleicht das Gummi Arabicum nicht richtig rausgemacht habt, weil ihr da einfach ein bisschen nachlässig und vielleicht auch ein bisschen schlampig wart, dann könnt ihr ja den Pinsel mit einem Trick wieder ein bisschen ja, zu neuem Leben verhelfen. Und zwar mit heißem, kochendem Wasser. Nehmt dazu euren Pinsel und reinigt den einmal mit Acrylliquid richtig aus. Ja? Wenn da irgendwas in den Pinselhaaren drin klebt oder festklebt, dann kratzt es ganz vorsichtig, ganz vorsichtig, nicht mit Gewalt, sondern ganz vorsichtig mit einem Spatel heraus und reinigt den Pinsel dann nochmal in frischem Acrylliquid. So, und dann nehmt ihr ja, den Pinsel und taucht den in heißes, kochendes Wasser. Entweder ihr habt einen Herd mit oder einen Topf mit heißem Wasser auf dem Herd stehen und geht mit dem Pinsel an den Herd und taucht den da ein. Oder ihr nehmt, so wie ich jetzt hier im Video, einfach einen Wasserkocher zur Hand, füllt das Wasser in eine kleine Glasschale und taucht den Pinsel da ein. Lasst ihn ein paar Sekunden in dem heißen Wasser drin und formt den Pinsel dann wieder mit euren Fingern bzw. mit Hilfe einer Zellette schön in Form. Das könnt ihr mehrmals wiederholen und ihr werdet sehen, selbst ganz ja, beschädigte oder angegriffene Gelpinsel kann man mit diesem kleinen Trick immer mal wieder noch mal ein bisschen retten und noch mal ja, zu neuem Leben verhelfen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps und Tricks geben zur perfekten Pinselpflege. Ich hoffe, ihr habt da so ein bisschen was mitgenommen und ich hoffe, es gibt jetzt weniger von diesen Krüppelpinseln oder von diesen Toilettenbürstenpinseln an deutschen Nageltischen, wenn ihr ein bisschen mehr auf eure Pinsel Acht gebt und ja, dementsprechend dann natürlich auch Geld sparen könnt für die Zukunft und immer einen tollen Pinsel an eurer Seite habt. Bis zum nächsten Video. Freue ich mich natürlich auch, wenn ihr dabei seid. Könnt ihr euch noch ein bisschen umschauen auf meinem Kanal, mir ein Like geben. Ihr kennt das übliche Spiel. Aber bis dahin sage ich für heute erstmal Tschüss und wer aufgehört hat, gut zu sein, hat aufgehört zu lernen. Das ist mein Spruch und der gilt natürlich auch für die Pinselpflege. So, wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Frank. Tschüss.